Hallo zusammen, ich habe heute meinen ersten Haul für euch. Und zwar ist es diesmal jetzt nichts von H&M und Co., wie alle anderen das immer drehen. Sondern ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Haul von dem recht unbekannten Online-Shop Nixgut. Das ist so ein Punk-Shop, könnte man sagen. Und ja, dann zeige ich euch mal, was ich jetzt gekauft habe. Und zwar als alles erstes habe ich entdeckt, dass es da eine richtig, richtig geile Umhängetasche im Zebra-Look gibt. Ich meine, ich bin sowieso der Umhängetaschen-Freak und das musste einfach sein. Wobei ich dachte, dass sie etwas kleiner wäre. Jedenfalls, man kann sie zumachen und sie hat innen leider keine extra Fächer. Muss man dazu sagen. Was die Preise angeht und so, ich schreibe die, glaube ich, einfach dazu im Video. Und das geht, glaube ich, einfacher, als wenn ich mit dem Kassenzettel jetzt rumrennen würde, beziehungsweise mit der Rechnung. Ja. Dann als nächstes habe ich mir ein Handytäschchen gekauft. In Pink Leo. Das hatte ich mir schon mal geholt, nur leider habe ich das irgendwie total verschlammt, verloren. Ich habe keine Ahnung, ich finde es nicht mehr. Ja. Dann habe ich... ja, sie haben ziemlich viele Röcke, sage ich mal, und auf den Bildern war ich mir nie sicher, ob die jetzt mir vom Schnitt her gefallen oder nicht. Und ich dachte, ja gut, probierst du es mal aus. Und dann habe ich mir so einen Karo-Rock geholt. Das ist ein richtig, richtig geiles Türkisblau, könnte man schon sagen. Ja doch, Türkis. Und von der Marke her, das ist jetzt auch nichts gut. Also so sieht es auch aus. Ja. Zu geht's hier einerseits mit dem Klettverschluss und dann halt mit den Schnallen. Also das hat jetzt keinen extra Reißverschluss oder so. Ich habe jetzt noch einen anderen Rock von früher noch. Der gibt einen Reißverschluss zu. Ja gut, ist ein bisschen Gefummel, aber es funktioniert. Und er sieht auf jeden Fall gut aus, dafür, dass er nicht so teuer war. Weiter geht's. Was Kleines, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar habe ich mir einen Lidschatten von Stargazer geholt. In Rot. Einfach aus dem Grund, es gibt ja keine roten Lidschatten in der Drogerie und Co. Und der hat mir jetzt noch gefehlt. Ich wollte ihn schon lange mal ausprobieren, ob Stargazer generell auch gut ist oder nicht. Ja, weil ich habe jetzt schon nicht so tolle Sachen gehört jetzt auf YouTube. Und ich dachte mir so, probierst es halt mal. Vielleicht hast du Glück und es taugt was. Ausprobiert habe ich ihn jetzt auch noch nicht. Und dann mal schauen. Dann habe ich mir Buttons bestellt. Leider kam jetzt nur der eine an. Der andere war schon ausverkauft. Das sind stinknormale Leo-Button. Wollte ich mir an die Tasche machen. Als nächstes hätten wir schwarze Overknees. Auch ganz normal. War, glaube ich, auch eine One-Size. Als nächstes habe ich mir Skeleton-Handschuhe geholt. Die sind jetzt leuchtend, also, na gut, jetzt mit der Tageslichtlampe bringt es nicht, aber ich denke mir, ihr seht das Reflektieren schon. Also, dass es im Dunkeln dann halt leuchtet. Ich dachte eigentlich, die wären weißer, beziehungsweise komplett halt weiß, aber ja. Bin ein bisschen enttäuscht, aber zurückschicken werde ich sie jetzt nicht. Ich meine, ich werde sie sowieso anziehen. Ich habe die jetzt auch schon in grün. Und halt normale Stoffhandschuhe habe ich auch mit weißem, also ich bin eigentlich versorgt. Was ich gut finde wiederum, die sind recht groß. Also, Moment, vielleicht habe ich auch einfach nur zu kleine Hände. Aber ich würde fast behaupten, das sind Männergrößen. So, also wenn ich die jetzt anhab, dann wälzt sich das da hinten schon ein bisschen, weil es einfach riesig ist. Ja, falls es von Interesse ist. So. Dann habe ich mir noch ein Handtuch geholt mit Jack. Was ich jetzt wiederum traurig finde, es ist verdammt dünn, also da kann man schon durchgucken. Ja, bisschen dicker hätte es sein können, aber Jack ist Jack, Jack ist toll. Von dem her passt schon. Ich werde mir jetzt halt keine weiteren holen, aber egal. Als nächstes habe ich... Wonach ich schon ewig lang gesucht habe, weil das sau viele Mädels auf den Bildern anhaben, ist diese Strumpfhose mit diesen Schleifen, also die, wo aussieht wie Strapse. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, also die gibt es da jetzt auch. Und dann gab es noch eine, die hat einfach, das sieht so, wie ihr vielleicht hier oben seht,
So wie ein paar Bänder ums Bein gebunden, sieht das dann aus mit Schleife. Ja. Preise schreibe ich ja dazu. Als nächstes habe ich mir Armbänder geholt. Ich wollte die einerseits ausprobieren und andererseits, da ich ja wie gesagt schon zwei verschiedene Kleiderschränke praktisch habe, beziehungsweise Garderoben, wollte ich jetzt mal Nietenarmbänder, sind ja keine richtigen Nieten, die nicht ganz so extrem aussehen. Und ich habe mir jetzt einfach die aus Plastik hier genommen, also das sind zwei. Einmal in Schwarz und einmal die Armbänder in Silber. Also die sind jetzt auch nicht spitz oder so und man merkt auch, dass es aus Plastik ist. Ich hoffe nur, dass die Farbe jetzt nicht abgeht. Und die sind auch nicht einzeln, sondern das sind so Dreierperlen sozusagen, wenn man das sieht. Ja. Ups. Zur Bestellung dazu, also je nachdem, ich glaube ab 75 Euro gibt es ein T-Shirt und ab 150, glaube ich, gibt es dann noch eine CD oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Ich habe jedenfalls in Größe S so ein T-Shirt bekommen. Ich habe das schon mal so ein ähnliches bekommen und die habe ich dann einfach immer zum Schlafen an. Ich meine, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt mit draußen rumlaufen, aber gut. So, und jetzt kommen wir zum Hauptteil dieser Bestellung. Und zwar, ich, Madame hier, möchte ja ihre Haare ändern und auch bunt machen, deswegen sind die ja überhaupt erst blondiert worden. Und ich habe mir jetzt von Directions einiges an Haarfarben geholt, wie ihr seht. Und ich zeige jetzt einfach mal kurz was. Zum Beispiel habe ich mir, also ich mache es einfach mal nach der Reihenfolge. Ich habe mir die Rubin geholt. Ich denke mal nicht, dass man das jetzt sieht in dem Licht, aber ja. Also Rubinrot. Dann Midnight Blue. Das ist ein dunkles Blau. Das dunkelste, glaube ich, sogar. Als nächstes hätten wir... Oh, das kann ich nicht aussprechen. Cerise oder so ähnlich. Das ist eher so ein Pink-Rot. So eine Rosenfarbe, könnte man fast sagen. Genau so habe ich Poppy Red geholt. Also ein ziemlich knalliges Rot. Dann Vermilion Red. Genauso ein sehr knalliges, wobei ich nicht mehr weiß, welches heftiger ist. Ich glaube fast sogar das. Als nächstes Flamingo Pink. Das ist jetzt eher so ein Pink, das ein bisschen ins Babyrosa geht. Also nicht ganz so Neon. Dann Spring Green. Das ist ein Neongrün. Sieht man ja auch schon, wie schön hell das ist. Dann habe ich Türkis. Wobei ich sagen muss, dieses Türkis, das hat jetzt auch eine Freundin von mir drauf gehabt, beziehungsweise zwei Freundinnen und ein Kumpel. Und es ist jetzt mehr so ein Grün-Türkis, also kein Blau-Türkis, sondern grün. Sehr, sehr grünlastig. Und es geht dann auch, ja, das wird dann erst so grünlich und dann geht es ins Gelb, wenn es sich rauswäscht. Das wird aber dann zumindest bei der einen Freundin dann wirklich wieder, ja, platinblond. Als nächstes habe ich noch ich kann nicht reden. Das ist dann wieder so ein mittleres Blau. Alpine Green. Das ist ein mittleres bis dunkles Grün. Sieht da jetzt blau aus, egal. Dann Tulpenpink, sage ich mal. Das ist so ziemlich die perfekte Mischung aus Rot und Pink. Das geht schon eher, wobei es hat vielleicht sogar schon einen lila Einstich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt online ein paar Bilder finde. Die könnte ich ja eventuell dann einblenden, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das aussieht. Als nächstes habe ich noch Pillarbox Red.
Entschuldigt bitte, wenn ich was falsch ausspreche, aber ja. Kann jetzt auch nicht raten. Dann Apple. Das ist, denke ich, ein... Ja, die hellere Version von diesem... Oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Alpine Green. Ja, genau, das hatte... Ach, wie heißt die Frau? Emily irgendwas drauf. Und zwar ist das eigentlich ein Mädel, das kommt aus Deutschland, ist aber jetzt in Schweden, kann aber auch Englisch, sprich, sie macht Videos auf 3 Sprachen. Und die hat ein Video hochgeladen, hier Green Apple oder Apple Hair. Und da hat sie das auch drauf. Also das ist wirklich wie so ein Apfelgrün, aber richtig Apfelgrün. Das ist kein Grasgrün und kein Neongrün und das ist halt einfach nur, ja, Mittelgrün halt. Ja, also sprich, da könnte man einen geilen Farbverlauf machen oder sowas. Und dann habe ich noch Rose Red. Das ist sehr ähnlich wie dieses Cerise oder wie man es auch aussprechen mag. Also auch ein Pinkrot. Ja, das war's dann zum Haul und ich habe aber allerdings noch von der letzten Bestellung übrig ein paar Sachen, und zwar zum einen den White Toner, wobei ich da glaube ich sogar 2 Pullen von hatte. Ja, den hatte ich auch das letzte Mal, als ich schon meine Haare mal blondiert hatte, auch schon drauf gehabt und da waren meine Haare richtig weiß davon. Dann habe ich noch 2 Boxen mit Silver, weil ich auch die Hoffnung hatte, dass dann davon der Gelbstich weggeht. Das hatte ich mir alles schon gekauft, bevor ich überhaupt blondiert hatte. Das war noch aus der Zeit, ja, ich hatte ja diesen mega Ansatz und von den Spitzen, also die, wo jetzt so ganz weiß sind, noch damit ich die heller bekomme. Also das ist halt echt schon ewig her jetzt. Dann habe ich noch eine Packung Violett. Die kommt, denke ich, bald zum Einsatz. Hatte ich ja auch schon mal. War sehr begeistert davon. Und ich vermisse es ehrlich gesagt. Und als letztes dieses Carnation Pink. Das ist wiederum eher so ein Neon Pink. Also noch mehr als Flamingo. Weil Flamingo ist ja, wie gesagt, ein bisschen mehr ins Babyrosa noch rein. Und es ist halt echt Bam. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich habe irgendwie Lust auf Lila und Blau. Ich weiß noch nicht, in welcher Kombination und vor allem jetzt mit der nächsten Abteilung. Weiß ich auch nicht, wie sie reagieren. Ja, dann muss ich erstmal schauen. Auf jeden Fall, so viel war es zum Haul. Und ich kann nur sagen, zum NYX Good Online Shopping. Also man kann auf Rechnung bestellen mit Paymorrow. Da bekommt man dann praktisch eine E-Mail, dass die Rechnung praktisch von denen gestellt wird, dass der Auftrag einging, und dann auch später, wenn man dann gezahlt hat zu NYX Good, bekommt man wieder von Paymorrow eine E-Mail, dass es angekommen ist, dass alles okay ist. Ja, der Versand ist recht schnell. Kommunikation habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Ich habe auch noch nie was zurückgeschickt. Die Sachen generell sind recht gut, wobei ich sagen muss, die Taschen sehen es von der Qualität her jetzt nicht so gut. Also zum Beispiel geht der Klettverschluss vielleicht mal ab oder so, weil er nicht richtig festgenäht ist. Aber ich meine, das ist ja schnell... Knoten in der Zunge. Schnell behoben. Aber andererseits, mir kommt einfach solche Sachen nicht normal. Also in anderen Shops oder so. Ich habe mich zu Tode gesucht nach Zebra- und Leo-Taschen. Die haben jetzt sogar einen Zebra-Rucksack und alles. Ja. So viel dazu. Also wer Interesse an solchen Sachen hat, sollte definitiv da mal reingucken. Und was sie auch haben, solche mehr oder weniger Batik-Strumpfhosen und Netzstrumpfhosen und diese Leggings mit den Schlitzen haben sie in Rot, Lila und Schwarz. Habe ich zum Beispiel auch schon welche. Und die sind alle irgendwo in Schränken vergraben. Habe ich damals ja noch nicht abgedreht und ja. Ich werde euch den Link in die Infobox setzen, Preise werde ich euch dazu schreiben. Und dann würde ich sagen, schaut mal vorbei, viel Spaß und ich hoffe, ihr findet was.